Manni Jäger ist mein Name und befinde mich hier im russischen Konsulat in Speyer. Das ist einer der Nebenräume, die für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Und ganz interessant, da wir hier sauber machen, haben wir sozusagen einfach so die Genehmigung bekommen, hier in das Geheime der russischen Botschaft zu gehen. Und siehe da, eine alte russische Weltraumkiste ist hier. Und sie ist ganz gut erhalten. Ich weiß jetzt nicht, ob Juri Gagarin schon mit dem Ding und seinem kleinen Hund Juri mal hochgeflogen war oder ob das eher eins der neueren Generationen ist. Ja, fliegt's oder fliegt's nicht. Der russische Botschafter sagt, einmal im Monat wird's gestartet. Ich weiß nicht, ob wir die Möglichkeit bekommen, mitzufliegen, aber wir können ja mal näher gehen. Manni, kannst du das denn fliegen? Ich selber habe ja nie einen Führerschein gemacht. Gut, es gibt ja über das Internet Anleitungen, da habe ich mich schon ein bisschen eingelesen. Die Frage ist, ich spreche jetzt einfach mal Deutsch, ob ich sie nachher ersetzen kann. Also wenn der Probeflug losgeht, ich würde gern mal so eine Kiste fliegen. Das ist sehr leise. Das ist ja. Nicht sehr gesprächig. Nee, ich glaube, da haben wir keine Chance. Ich glaube hier, der Jelzin ist auch schon das da. Ding an, Mann. Das Auto ist von Jelzin. Er ist wohl schon drin in der Kiste. Das hat er übrigens zu seiner Verlobung 1977 bekommen und immer top in Schuss gehalten, wie Sie sehen. Da ist kein Kratzer dran, keine Wodkaflaschenreste auf den Polstern. Ich bin aber vorhin auch mit dem Lappen nochmal beigegangen. Na gut, Gerda, das ist richtig. Die Triebwerke sind ganz pfiffig und zwar sind die aufgedockt. Sieht man selten bei den Raumfahrern. Manni, das sind doch Reifen, oder nicht? Ach so, das sind die Reifen, ja. Früher noch zu KGB-Zeiten ist hinter diesem Space Shuttle von der Regierung ein KGB-Mini-Raumschiff hinterher geflogen, um zu kontrollieren, was das Space Shuttle macht. Das ist also auch schon sehr antik. Das musste sein. Man wusste ja nicht, wo die Piloten vielleicht abdrehen und woanders hinfliegen. Ganz geschickt, auch wenn Kerosin plötzlich beim Flug raustropfen sollte, hatten die Space Shuttle-Flieger oft diese Eimer hinten dran. Das wurde dann aufgefangen und ja gut, irgendwo anders hin. Ich würde sagen, das Dorf hier unten einfach hier. Ach ja, das ist ein sogenanntes Potjemkinsches Dorf. Also man sieht von außen was, was man dann innen gar nicht erfüllt kriegt. Obwohl wir hier schon so einen Einblick kriegen in die marode russische Bauweise. Das Ding ist eigentlich gar nicht flugfähig, wenn man sich guck, da hat einer Kabel verlegt und wusste nicht A, wann er aufhören sollte und B, wo sie eigentlich hin sollten, nicht? Ist auch ganz schön staubig hier. Ja. Also es ist hier ganz im Zeichen von Glasnost. Hier ist Schluss, hier ist Glas. Wir kommen nicht weiter. Hier wird nun deutlich, ich bin ein bisschen außer Atem, dass das Ding gar nicht heile ist, also eher kaputt. Wir haben hier vorne, ohne die Astronauten, die 6 Astronautenhelme. Die liegen schon bereit. Da sind nochmal die Frauenhelme, also die Astronautinnen, die Gattinnen der Astronauten. Da gibt es auch extra Helme für. Ja, was gibt es noch zu sagen? Es ist nicht viel los in so einem Space Shuttle. Das hätte ich mir aufregender vorgestellt. Ja, vielleicht ist gerade auch irgendwo eine Betriebsversammlung. Also zumindest Kontakte in der ganzen Ornamentik da von den ganzen Geräten. Ich kann es nicht lesen, es ist russisch. Hier sind auch Helme noch. Noch mehr Helme. Es könnten natürlich auch die Kochtöpfe sein. Man muss sich ja vorstellen, so ein russisches Space Shuttle ist ja eine Weile auch unterwegs. Da nimmt es sich ja nichts mit den amerikanischen Shuttles. Denn da oben ist ja sowas wie die Schwerkraft irgendwie aufgehoben. Das heißt, es geht so lange, wie es geht, nicht? Und da muss ja auch gekocht werden. Und ich weiß jetzt nicht, da macht man Suppe, also typisch russisches Borsch. Und hier vielleicht... Ja, Rentiere aus der Tiger. Jedenfalls hat man die Möglichkeit, mit 3 Kochstellen hier zu arbeiten im Shuttle. Das ist ganz pfiffig, würde ich sagen. Eine Reise kann ja dauern. Und hier kann man auch mal sehen, wie hoch so ein Space Shuttle ist, ne? Wenn man dann hier mal vom Space Shuttle runterguckt. Ja. Also wir sind natürlich jetzt mitten im 21. Jahrhundert. Da ist natürlich viel Verkehr in der Luft. Ja, da kommt die erste Kosmonautin, glaube ich, hier in Rot, noch ganz standesgemäß gekleidet. Ich winke mal runter. Nee, sie ist schon im Tunnel. Ah, die guckt wieder nach dem Kerosinresten. Naja. Ja gut, Manni, würde ich sagen, haben wir was erlebt, ne? Jupp.